Nicht verzagen, Thomas fragen. Bei Investmentfragen kann er dir Tipps geben mit Kragen. Jo, meine Lieben, es geht heute nicht um den Zehner. Es geht auch nicht um den Hunderter. Geht auch nicht um den Hunderter, sondern um den 200er. Das richtig gute Zeug, meine Lieben. Ja, das richtig gute Zeug. Ich meine auch der Anzug, ja, meine lieben Freunde. Der kostet Geld, wie alles so im Leben Geld kostet. Und heute möchte ich euch einfach zeigen, wie ihr einfach mal schnell ein bisschen Moneten verdienen könnt, euch Anzüge kaufen könnt und einfach nicht nur zu Hause rumeiert und eure Brötchen esst mit ein bisschen Salz obendrauf, ja, weil ihr euch noch die 50 Cent für euren Sparplan sparen müsst. Ich zeige euch heute, und zwar nur heute, jetzt, sofort, wie ihr wirklich richtig Zaster machen könnt. Und das ist so richtig krass. Ich meine, das hier, das ist Kleingeld. Das benutze ich hier hinten, ja. Das ist Kleingeld. Heute bleibt da dran. Lasst schon mal den Daumen nach oben da, dass möglichst viele von euch da draußen, ja, das ist eine ganze Bewegung, dass möglichst viele von euch da draußen wirklich eine Menge Zaster machen können. Gehen wir ans Eingemachte, meine lieben Freunde. Das Ganze funktioniert in vier Schritten. Ich nenne es jetzt einfach den Vier-Schritte-Weg zum schnellen Reichtum, okay? Und diese vier Schritte, wer nur diese vier Schritte macht, der ist auf jeden Fall auf gutem Weg mit dabei. Der erste Punkt, der allererste Punkt, sage ich euch, ihr werdet es kaum glauben, also das ist wirklich, wirklich, das glaubt kein Schwein. Gebt euer Geld für keine Scheiße aus, okay? Kauft euch nicht so einen Anzug hier wie der liebe Thomas. Wenn ihr mich schon nach Investmentfragen fragt, weil ihr verzagt, kauft euch keinen Anzug, wie ich das gemacht habe. Das ist Geldverschwendung. Das ist direkt mal 400 Franken. Puff, weg damit, ja? Kauft euch keine Scheiße auf gut Deutsch, okay? Das ist der allererste Tipp, wo ihr richtig schnell unterwegs werden könnt und reich werden werdet, ja? Auf jeden Fall keine Gucci-Tasche, keine Louis Vuitton-Gürtel. Keine Schieß mich tot was, keine Trading Cards, meine Lieben, keine Pokémon Karten und nein, auch keine Sexspielzeuge, meine lieben Freunde, nur die günstigen, okay? Darum, das ist schon mal der erste Punkt. Der zweite Schritt, ja, wir sind jetzt schon bei der Hälfte durch fast. Lasst einen Daumen nach oben da, ich meine, es ist doch völlig klar, dass statistisch gesehen, jeder, der einen Daumen nach oben hier da lässt, bei diesem und speziell bei diesem Video, wahrscheinlich vermögender wird. Hier kann ich keine Garantie geben, ich bin auch kein Anlageberater, ich habe einfach einen Anzug an, der so tun sollte, dass ich seriös aussehe. Ich hoffe, es klappt an der Stelle. Aber funktioniert vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Who knows an der Stelle. Aber ich sehe auf jeden Fall, finde ich, sehr seriös aus. Und ja, ich bin auch kein Anlageberater, sondern irgendein Dude im Internet. Ihr wisst nicht mal, ob ich eine Hose an... Wahrscheinlich habe ich auch keine Hose an, weil das einfach unnötig ist, weil man eh nur meinen Oberkörper sieht. Und auf jeden Fall, das ist auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt. Und den vergessen die meisten Leute. Ich bin in Mathe durchgefallen. Ja? Also ob ich jetzt eine Million habe, 10 Millionen, eine Milliarde. Ist doch eher alles das Gleiche. Sind nur ein paar Nullen irgendwo hier, da vorne und da hinten. Ist doch egal. Also an der Stelle, ich bin wahrscheinlich auch Trillionär. Also Punkt Nummer 3. Wir sind jetzt schon bei der Hälfte durch. Ihr seid wahrscheinlich schon relativ schnell vermögend geworden. Punkt Nummer 4. Und der hat es ordentlich in sich, meine lieben Freunde. Und der, ich muss kurz mein Geld nochmal kurz holen. Sorry, meine lieben Freunde. Ich habe leider nur das gerade dabei. Also keine Sorge, ich habe noch mehr Geld. Auch nicht hier an der Stelle. Müsst ihr mir jetzt einfach glauben. Ich habe jetzt hier, Moment mal kurz, 420 Franken. Ihr seht, ich kann nicht mehr richtig zählen. Also ich habe natürlich schon mehr, aber ich zeige euch jetzt einfach das hier. Das sind natürlich, also... Das gebe ich nachher gleich noch beim Mittagessen kurz schnell aus. Ihr wisst Bescheid, ja. Aber der dritte Punkt, der hat es wirklich in sich. Und der glaubt es kaum. Ihr müsst euch ein Aktiendepot eröffnen. Hey, ein Aktiendepot, meinst du so richtig mit Trading, CFDs und Leverage und richtig Geld verdienen, meine lieben Freunde. So schaut's aus. Hier machen wir Zaster jeden Tag. Direkt ein paar Hunis, ein paar Tauis. Als wär's keine Ahnung was, als wär's Klopapier. Genauso schaut's aus, meine lieben Freunde. Ich selber bin bei Swissquote oder You. Ihr könnt auch irgendwo anders sein, einfach ein Aktiendepot eröffnen und ein paar Regeln beachten.
kein Leverage, meine lieben Freunde, langfristig investieren. Und ich sag's euch jetzt, das hat's in sich. Ihr werdet's richtig geil finden. Das wird richtig reinpfeffern und ihr werdet euch denken, shit, wieso habe ich das noch nicht gemacht? Und da an der Stelle ist es einfach langfristig investieren. Also das heißt regelmäßig jeden Monat, vielleicht auch per Sparplan investieren. Und bumm, zack, richtig schnell nach 20 Jahren habt ihr ein Vermögen aufgebaut an der Stelle. Wunderbärchen. Können wir gleich loslegen zu Tipp Nummer 4 oder Schritt Nummer 4. Wir sind jetzt eigentlich fast schon durch. Das ist der letzte Schritt, der uns wirklich auf den Trajektory, sprich auf den Weg to the Moon, to the Mars, to the next Galaxy, to the Orion-Sternzeichen, zum Wagen-Sternzeichen bringt. Einfach halt mit der Rakete. Ihr wisst ja so, ihr wisst ja, wie ich meine. Punkt, zack, Punkt, zack. Genau so ein Ding ist es, ja. Und das ist es, meine lieben Freunde, was auf jeden Fall euch niemand erzählen wird. Ja? Insbesondere nicht diese ganz langweiligen Anlageberater oder auch diese ganz langweiligen YouTuber. Da gibt es so einen Sparkojoten, richtiger Spesti, keine Ahnung, was denn das für ein Typ ist. Ich bin hier der Seriöse. Ich sage euch jetzt, wie die Sache läuft, wie es rund läuft, wie ihr richtig Vermögen aufbaut und das richtig schnell in 20 Jahren, wie ihr es im vorherigen Tipp schon erfahren habt. Und das ist, meine Lieben, ja. Und das ist wirklich, ich will es einfach nicht, ich will es für die Leute, die jetzt hier dranbleiben, noch ein bisschen was hinauszögern, weil ich weiß einfach, die meisten haben jetzt schon weggeklickt an der Stelle und es ist eine kleine Belohnung, ein kleiner Drop, dass ihr ein bisschen Blut leckt, meine lieben Freunde, die bisher oder bis hierher sich das jetzt gegeben haben an der Stelle, weil also das Video protzt von Professionalität, es ist unglaublich, also ich habe glaube ich, also ich weiß nicht, ich habe mich neu erfunden, meine lieben Freunde, ja. Es ist wirklich unglaublich. Und das ist, meine Lieben, und ihr werdet es echt kaum glauben, seid einfach vernünftig. Geht vernünftig mit eurem Geld um, ja. Und ich glaube, diese vier Tipps, ja, würden eine Menge dazu beitragen, dass viele Leute da draußen wahrscheinlich relativ vermögend werden würden. Und ja, es dauert seine Zeit. Es ist eine langfristige Angelegenheit und wenn man all diese Dinge über die nächsten 20 Jahre macht, kein Geld für übermäßig Scheiße ausgeben, die man sich zu diesem Zeitpunkt nicht leisten kann, Daumen nach oben geben an der Stelle, würde ich mich riesig freuen, regelmäßig investieren über 20 Jahre hinweg und einfach etwas vernünftig mit seinem Geld umgehen. Vielleicht statt 420 Franken, übrigens 420 vollkommen unbewusst gewesen, reiner Zufall gewesen. Statt 420 fürs Mittagessen vielleicht einen Zehner ausgeben. Ich habe heute einen Wrap gegessen, der hat mich 7,50 Franken gekostet. Okay, nein, gelogen, ich habe zwei Wraps gegessen, das hat also 15 Franken gekostet. Also ja, hätte ich einen Wrap gegessen, aber ich hatte Hunger. Aber hey, einfach vernünftig mit seinem Geld oder mit dem eigenen Geld umgehen. Und das Geld, wenn überhaupt, dann vielleicht wichtige Dinge ausgeben, Gesundheit, Familie, Freunde. Und vielleicht nicht für irgendwelche Anzüge, wie ich jetzt hier gerade. Aber hey, ich kann es ja abschreiben. Ist eine Videorequisite. Ich brauche es für die Videos. Nice an der Stelle. Aber ja, ich bin ganz ehrlich mit euch. Wer diese vier Tipps befolgt, wird wahrscheinlich in seinem Leben finanziell durchaus gewisse Erfolge verspüren. Und das Ganze ohne Tricks und ohne Kurse kaufen, ohne irgendwie, keine Ahnung was, was weiß ich. Ja. Geht mir langsam richtig auf den Sack, was hier so auf YouTube los ist. Das ist wirklich schlimm an der Stelle. Also ich muss ich ganz ehrlich sagen. Darum, ladet euch einfach das kostenlose E-Book sparkojote.ch/E-Book runter. Es gibt keinen Upsell, keinen Kurs, den ihr danach kaufen könnt. Es ist völlig ein kostenloses E-Book, über 100 Seiten, wo ich die Infos und Wissen von meinen letzten 10 Jahren auf dieser finanziellen Reise zusammengefasst habe. Und es ist völlig kostenlos. Zieht euch das rein. Ich habe mir richtig viel Mühe gegeben. Gemeinsam mit dem Phil und mit dem Johannes haben wir das gemeinsam designt, alles gemacht, richtig nice. Und ladet euch das einfach runter, sind richtig geile Infos drin, ergänzend natürlich zu diesen Top 4 Tipps, die ihr heute gehört habt. Und ich hoffe, ihr könnt auf eurer finanziellen Reise auf jeden Fall was reißen. Wichtig ist hier einfach noch an der Stelle, dass ihr eben das E-Book downloadet, sparkojote.ch/E-Book. Wieso ich das zum zweiten Mal erwähne? Damit die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass du es downloadest, mein Lieber. Darum sage ich es gerne noch zum dritten Mal. Aller guten Dinge sind drei. sparkojote.ch/E-Book. Direkt downloaden an der Stelle und dann genießen, lesen. Ich habe es wirklich sehr kurz gemacht, oder das E-Book, damit es wirklich jeder lesen kann und nicht überfordert ist. Und es ist ein kleines Format, kurz, knackig, richtig nice. Mein geballtes Wissen der letzten 10 Jahre da reingepackt und
Vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Ich hoffe, wir können die nächsten paar Jahre hier auf diesem Kanal wirklich Spaß auch ein bisschen haben, ein bisschen Humor auch mit einbinden. Ich weiß nicht, mache ich irgendwie gerne. Und wir sehen uns im nächsten Video. Hoffentlich ist es dann noch seriöser und noch besser. Und langsam mache ich, glaube ich, Konkurrenz der guten alten Schule. Was meint ihr? Hä?